So, hallo meine Lieben. Ein weiterer Teil von Hases kleiner Heldenkunde. Wir schauen uns wieder zwei Helden an. Und zwar sind es diesmal wieder zwei Fünf-Stern-Helden. Und zwar die gute Vivica mit ihren Kostümen und Domitia. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob es von Domitia schon das dritte Kostüm gibt. Wenn, dann habe ich es jedenfalls noch nicht. Gehe aber davon aus, dass es genauso sein wird wie bei Jon, Mayana. Das heißt, das Thun-Kostüm ist in der Regel einfach eine stärkere Ausführung der Basisversion. Ja, aber gucken wir einmal rein und gucken wir uns mal die zwei Helden an. Ich habe sie schon irgendwo eingestellt, dass man es dann auch kurz in einem Überfall herzeigen können. Ja, als erstes nehmen wir einmal die gute Vivica. Vivica, gelb, 5-Stern-Heilerin, quasi klassischer Held seit Anfang an im Spiel. Wir suchen uns mal die Basisversion raus. Das ist die Basisversion. In der Basisversion ist sie Kleriker. Ja, kann negativen Mana-Effekten und Effekten, die die Nutzung von Spezialfähigkeiten verhindern, zu 60% reflektieren. Direkte Mana-Verringerung wird widerstanden und auf den Wirker zurückgeworfen. Mit den drei Kostümen, vielleicht nicht in der Basisform, aber in der Tunform, darauf kommen wir dann später noch zurück, ist sie ein irrer, zäher Brocken, der sehr schwer wegzubekommen ist. Aber wir bleiben jetzt nochmal bei der Basisversion. Die Basisversion mit dem Familienbonus. Die klassische Familie hat, finde ich, einen der besten Familienboni überhaupt, wenn man mehrere davon verwendet. Ihr seht selbst, plus auf Angriff, Verteidigung und Heilung. Ja, was kann sie? Sie heilt einmal alle Verbündeten um 44%. Das ist ja mittelmäßiger Heilwert. Das aber zu berücksichtigen bei langsamer Geschwindigkeit. Ja, auf das müsst ihr aufpassen. Das heißt, in dieser Form würde ich sie, wenn man das Thun-Kostüm hat, gar nicht mehr verwenden. Und solltet ihr die Kostüme nicht haben, so kann man sich sie auf alle Fälle überlegen, ob man sie bei schnellen Kriegen einsetzt. Ja, vielleicht bei verschiedenen Events oder so, wo er halt unbedingt einen gelben Heiler braucht und es jetzt nicht so stört, dass man 44, dass man halt langsame Geschwindigkeit hat, weil man sie ja mit Mana-Tränken pushen kann. Alle Helden erhalten 63% Verteidigung für 4 Züge. 63% ist viel. Und sie entfernt negative Statusveränderungen von allen Verbündeten. Es gibt ja einige 5-Stern-Heiler auch, die nicht reinigen können. Sie kann hier in dieser Form wenigstens unsere reinigen, gibt ihnen ordentlich Def, heilt zu einem mittelmäßig guten Wert, ist halt leider langsam. Wie gesagt, in der Form verwendbar in schnellen Kriegen, wenn man halt das Thun-Kostüm noch nicht hat. So, Variante 2. Also das erste Kostüm, das sie bekommen hat, war das oder war es das zweite? Entschuldige, jetzt kann sein, dass ich es verwechsle. Ich glaube, das war das erste. Hier heilt sie alle Verbündeten ebenfalls um 44%, ist genauso noch langsam. Sie hat die neue Klasse, die Zaubererklasse. Das heißt, sie kann die Gegner, die Mana-Regeneration senken. Es kann für Gegner sehr lästig sein. Ja. Alle Gegner in dem Fall jetzt erhalten minus 44% Verteidigung.
Und damit findet sie sich bei mir mit diesem Kostüm in meinem Titanenteam, weil ich habe damit gleichzeitig Heilung und 44% Def-Senkung. Und Boni werden von Gegnern auch noch entfernt. Ist auch hier wieder in dieser Form bei schnellen Kriegen auch eine coole Sache, wo sie allen die Verteidigung runtersetzt und danach können eure Damage-Dealer reinbröseln. Familienbonus bleibt hier natürlich das gleiche. Also hier diese Version ist die, die ich bei Titanen in meinem gelben Team noch verwende. Version 3. In dieser Form ist sie jetzt Kämpfer. Damit, glaube ich, war das Blutung, das sie verteilt. Ne? Na? Ah nein, wiederbelebt werden, genau. Ist für Heiler natürlich immer gut. Besonders wenn sie genau mit vollem Mana wiederbelebt werden und dann gleich noch heilen. In dieser Form, Geschwindigkeit bleibt bei allen Versionen langsam, verstärkt sie das Leben aller Verbündeten um 670%. Das hat jetzt um 670 Punkte. Das heißt, das hier hat jetzt den Vorteil, fehlen neuen Helden nur 200 Leben. Geht keine Heilung verloren, sondern ihr kriegt sie in einem zweiten Lebensbalken dazu. Hier erhalten die Gegner minus Angriff und auch hier entfernen sie und hier entfernen sie wieder Boni von den Gegnern. In dieser Version auch durchaus interessant bei schnellen Kriegen, finde ich. Sonst verwende ich es in dieser Form eigentlich nicht. Ja, und dann haben wir noch die Toon-Version. Mit der Toon-Version, bei mir ist sie halt zwar einmal geprägt, aber noch nicht gelevelt, das muss ich erst machen. In dieser Form ist sie ein irrsinnig zäher Brocken und wird von einigen sogar relativ weit oben noch als gelber Tank verwendet. Obwohl sie langsam ist. Sie heilt hier, wie ihr seht, schon um 10% mehr als in der Basisversion. Dafür gibt es ein bisschen weniger Verteidigung für alle, der aber von anderen Lichthelden der eigenen Seite nicht entfernt werden kann. Und sie entfernt auch wieder negative Statusänderungen von allen Verbündeten. Sie ist jetzt Kleriker. Das heißt, sie kann negativen Manuseffekten widerstehen, beziehungsweise das reflektieren. Mana-Verringerung wird widerstanden und die wird auf den Wirker zurückgeworfen. Und der Toon-Effekt, sie hat 75% zusätzliche Chance, allen negativen Statusänderungen, Mana-Verringerung und Entfernen von Boni zu widerstehen. Und das macht sie, wenn sie mal doppelt geprägt ist. Ich glaube, ich habe schon gesehen, kommt sie bis bei richtiger Wappnung. Die Wappen sind jetzt hier nicht für diese Version verteilt. Ich glaube, auf fast 4000 Leben. Also ein ganz, ganz zäher Brocken, den man sich bis sogar in die oberen Ränge noch als gelben Tank in Tonform überlegen kann. Wir sehen sie uns nachher an. Und zwar, ja, werden wir es in dieser Version versuchen. Beim Titanen zeige ich es momentan nicht her, verständlicherweise. Ja, und den zweiten Held, den wir ansehen, ist die gute Domitia. Domitia war, glaube ich, der zweite 5-Stern-Held überhaupt, den ich im Spiel hatte. Und ja, ich habe sogar das Kostüm, sehe ich gerade, nur noch nicht gelevelt. Okay. Ihre Basisversion ist diese hier. Ich habe sie doppelt geprägt gehabt. Sie ist Schurkenklasse. Das heißt, sie kann direkten Schaden ausweichen und hat dann die Chance von 15% Spezialfähigkeiten auch für weitere 3 Züge auszuweichen.
Sie macht 440% Schaden bei ja, relativ angenehmen, ja, naja, sagen wir so, dafür, dass sie doppelt geprägt ist, sind die Werte nicht mehr ganz so. Also die meisten kommen dann schon auf 1300, aber sie ist durchwegs noch brauchbar. Sie ist ebenfalls klassische Familie, selben Bonus wie die gute Vivica. Hat bei doppelter Prägung auch Angriffsverstärkung. Sie und ihre Nachbarn erhalten 94% Verteidigung gegen Licht. Ja, ist okay. Ist ganz nett, wenn sie als Tank aufgestellt werden würde. Nur ich denke, dass es hier in dieser Form nicht ihre Berufung. Und sie entfernt Boni vom Ziel und nahen Gegnern. Ich gucke gerade, ist das überhaupt die Basisversion? Weil sie hat hier schon die bunten Haare. Nicht, dass ich euch hier jetzt Blödsinn verkaufe. Na, ich schaffe es heute gut mit daneben drücken. Ja, ja, stimmt. Es war die Basisversion, keine Frage. Nachteil bitte hier jetzt nicht übersehen. Es geht von oben nach unten. Das heißt, zuerst werden die 440% Schaden zugefügt und dann erst die Boni entfernt. Das kann ganz nett sein, wie wenn man zum Beispiel gegen einen Tank wie Ludwig oder den Schwarzen Ritter spielt. Man sollte aber so jetzt nicht gegen was reinspielen, das Schaden zurückwirft, ja? Weil der macht ja Schaden, bekommt den Schaden volle Kanne retour und dann wird erst der Boni entfernt. In dieser Version werdet ihr sie wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Warum? Tonkostüm. Wir sehen uns hier auch gleich kurz das Tonkostüm an. Ich kann es dann nicht herzeigen, weil ich es noch nicht gelevelt habe. In Tonkostüm ist es Schurkenklasse, kann ausweichen. Fügt hier schon 555% Schaden zu. Dann haben wir wieder dasselbe Spielchen, das sie und nahe Verbündete Verteidigung gegen Licht erhalten. Und sie fügt Licht zusätzlichen Schaden zu. Und zum Schluss kommt wieder die Bonusentfernung. Das heißt, wollt ihr sie als Sniper verwenden, dann ganz klar in Tonform. Wo sie dann auch genauso wie Vivica wieder eigene Tonfähigkeit hat, allen negativen Statusveränderungen, Mana-Verringerung, Entfernung von Boni zu widerstehen. So, das ist Kostüm Nummer 3 gewesen. Dann Kostüm Nummer 2 war diese Form. War ein bisschen eine stärkere Version der Basisform, wo sie eben Waldläuferklasse ist. Na, das heißt, sie kann Defensivboni umgehen und durchbohren. Und dann löst sie auch noch Blutungsschaden aus, der stapelbar ist. Fügt 400% Schaden zu und die Gegner leiden noch Giftschaden von 450 über 4 Züge und danach wird wieder gereinigt. Das heißt Basisversion, dann käme diese Version, wenn man sie als Sniper verwenden möchte und zuletzt kommt dann die Toon-Version, die als Sniper am stärksten ist. Ja, und dann gibt es noch die Kostümversion, mit der ich sie spiele. Und zwar mit dieser Version, Kostüm Nummer 2. Da ist sie Barbare. Eine Barbarin löst Bluten am Gegner aus. Und hier fügt sie dem Ziel und nahen Gegner, das heißt, sie trifft 3, 335% Schaden zu und senkt die Verteidigung gegen Schatten um 64%. In dieser Version verwende ich sie im Krieg aktuell und nicht als Sniper. Und ich verwende sie hier in meinem Titanenteam als Farbdev-Senker. Ich glaube, wenn ich von Ursena das Kostüm habe, werde ich die Ursena dann als Farbdev-Senker verwenden. Aber jetzt noch verwende ich Domitia. Gegen Lichtcharaktere kann dieser Statuseffekt nicht gereinigt werden, hält 2 Züge länger an und sie fügt Licht zusätzlichen Schaden zu. Ja. Meine Wahl, weil sie hier 3 Gegner trifft, in den anderen 3 Versionen trifft sie immer nur einen Gegner. Als Sniper im Thun-Kostüm sicher gut. Mittlere Geschwindigkeit, inzwischen mit den neuen Truppen
durchaus gut spielbar. Und wir sehen uns das jetzt an, wie sich das Ganze auswirkt. Und zwar gucken wir mal, dass wir einen Gegner in der Gilde finden, der vielleicht ein bisschen defensiver aufgestellt ist. Ich werde vorher noch... wo haben wir es? Das Kostüm auf das Thun-Kostüm hier ändern, um es auch herzuzeigen. Dass sie da relativ zäh ist. Natürlich, sie ist nicht für das gewappnet und ist auch nur das Break gemacht, aber noch nicht gelevelt. So, dann gucken wir mal in die Allianz. Schauen wir mal, wer nicht keinen Gegenschlag und so hat. Ja, probieren wir es hier aus gegen den guten Rehwolf. Wo haben wir das Team? Hier. Also ich werde schauen, dass ich Merlin einmal herzeige, ohne dass Domitia ihre Def-Senkung gemacht hat und danach einmal mit der Def-Senkung von Domitia. Und ihr werdet Vivica beim Heilen sehen und ich habe noch zwei Heiler dazugestellt, damit wir hoffen, dass sich's ausgeht, dass wir so lange leben. Wir spielen nicht auf Gewinnen, ja, um das geht's hier jetzt nicht, das ist uns relativ egal. Uns geht's nur um die Helden. Zur Not starten wir ein zweites Mal, wenn wir vorher den Geist aufgeben sollten, was passieren kann. Ihr seht schon, Vivica lädt jetzt nicht sonderlich schnell natürlich, wir haben aber auch noch nicht viel Geld gespielt. Und der Torben ist ziemlich stark. Hoffen wir mal, dass er uns nicht wegknallt. So, gut, das war natürlich das, was wir nicht wollten. Da können wir es nämlich nicht herzeigen. Wenn nämlich der Merlin schon tot ist. Schauen wir mal, Kari wäre halt... Oder einfach bei den Überfällen schauen, dass wir ein Team finden, das eher nicht so damage-lastig aufgestellt ist, damit wir auch zum Zug kommen. Vielleicht ist da irgendwo was dabei. Ja, hier können wir es mal probieren. Da haben wir auch gleich wieder Domitia als Gegner, aber noch in der klassischen Form. Ja, und da haben wir direkt ein paar violette Steine. Um die geht's uns. So, jetzt bitte guck zu Merlin. Den lösen wir jetzt aus und ihr beachtet einfach nur, wie viel Schaden er macht. Also 330, 340 und ein bisschen über 400. Und jetzt versuchen wir, dass wir ihn nochmal geladen bekommen. Spielen einfach da jede Masse Steine rauf. Hier die Thun-Version beim Heilen. Ja, und da kommt schon über 1000 Heilung rein. Ja? Also ich glaube, ein bisschen so ist jetzt schon verständlich, warum die gerne als Tank jetzt auch schon verwendet wird, wenn man mein Leben so hoch kommt. Ich bin natürlich nicht so hoch. Wie gesagt, ich habe es aber auch nur einmal geprägt und noch nicht gelevelt. Das heißt, es ist noch nicht einmal Break 1 fertig gelevelt. Ne? War da die 54%, das ist schon sehr ordentlich von der Heilung. Ne? So, und jetzt kommen da dann langsam ein paar violette Steine. Noch sind es ein bisschen zu wenige.
5 können wir gleich mal raufschicken. Dann haben wir da oben noch mal 5. Das sollte reichen. So, 4. Entschuldigung. So, noch einmal ein Vivica-Heil. Ihr könnt aufpassen, welcher Heilwert angezeigt wird. Ihr habt schon gesehen, sich selbst 1700 geheilt. Muss man zuerst mal wegschießen, ne? So, und jetzt, das genügt schon, hört auf. Mann, so, und jetzt schießen wir Merlin nochmal, wenn wir Domitia vorher als Farbdeck-Senker genommen haben, ja? Domitia, und vorher hatten wir so 330 und das Hauptziel 400. Ja, jetzt sind schon über 600, ne? Das ist schon recht nett, ne? Wir können es noch kurz fertig spielen. Ich sag schon mal danke fürs Zusehen euch. Kommt jetzt nicht mehr viel Besonderes, ne? Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt, wo wir uns dann wieder zwei Helden angucken werden, wie deren Status heutzutage ist und wie gut sie noch spielbar sind. Meine Videos richten sich nicht an die Top-Spieler, sondern an die Leute, die halt eher mit geringen Heldenpool halt versuchen, so viel rauszuholen zu können, wie es nur geht. Also so wie ich, ihr seht ja auch, das hier sind ja nicht die neuesten, modernsten und tollsten Helden, die ich verwende, aber durchaus brauchbar und wie man sie auch schön vernünftig einsetzen kann. Kommt leider ein bisschen wenig Violett momentan nach, aber nicht so tragisch. Wir brauchen es ja nur noch heimspielen inzwischen. Wenn die gute Herrin vom See mal aktiv ist, dann geht das sowieso schon relativ schön. Ne? Ist auch sonst, ich sag's nochmal dazu, ich habe es auch im vorigen Video schon gesagt, es ist sonst nicht meine Variante, ja, dass ich mit drei Heilern spiele. Das ist hier einfach nur zum Herzeigen, damit die Helden, die ich herzeigen möchte, in dem Fall ist es ja sogar ein Heiler, auch zum Zug kommen, ne? Sonst macht es keinen Sinn. Ja, das war's für diesmal, Leute. Wir sind durch. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß im Spiel, schöne Boards und bis zum nächsten Mal. Tschüss.